Im Oktoberfest gibt es ja viele coole Fahrgeschäfte, aber was wir gestern gesehen haben, hat uns einfach begeistert. Sogenannten Teufelsrad setzen sich die Besucher einfach auf so eine Drehscheibe. Ziel ist es, so lange wie möglich drauf zu bleiben. Seht ihr zum Beispiel, wie ein paar Damen wegrutschen. Seht ihr auch schon die Frau in der Mitte, die gleich eine große Rolle spielen wird. Nämlich als einzige auf der Drehscheibe übrig geblieben. Und normalerweise rutschen die Besucher spätestens dann weg, wenn der Ball oder die Seile zum Einsatz kommen. Dieser Besucherin mussten wirklich alle Tricks angewandt werden. Nach einigen Minuten wurde sie mit größter Mühe von der Drehscheibe geholt. War super cool zuzuschauen.